Wir leben in aufregenden Zeiten. Wie geht das alles weiter mit Brexit, Russland und Co.? Bleibt alles friedlich? Gibt es Krieg? Wie geht es mit der wirtschaftlichen Entwicklung weiter? Alles das sind Fragen, die uns brennend interessieren und die uns jetzt unser heutiger Gast beantworten wird hier bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Martin Zoller. Danke, Robert. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wunderbar. Auch gefreut. Bevor wir jetzt über die aktuellen Prophezeiungen reden, wir haben uns hier Spickzettel mitgebracht. Es ist ganz schön umfangreich, worüber wir heute leider zu reden haben oder auch glücklicherweise. Möchte ich doch mal eine kleine Rückschau machen, denn wie ich ja vorhin gesagt habe, die roten Alarmglocken, die da angehen, wenn man das Wort Hellseher oder Visionen, Prophezeiungen hört und so, das hast du ja bestimmt auch schon mal öfter mitbekommen, ja? Also man hat nicht von Anfang an irgendwie Vorschusslorbeeren. Ja, klar, es gibt noch Menschen, die diesen Themen voreingenommen sind, aber es gibt immer weniger, weil wir leben in einer aufgeschlossenen Gesellschaft, die sich auch philosophisch, spirituell mehr und mehr öffnet. Und eigentlich ist ja das Thema der Seherei nichts Neues, sondern es war in unserer Gesellschaft ein bisschen vergessen gegangen. Aber wenn wir in der Geschichte etwas zurückgehen, dann war das überall ein Thema. Und wird es auch weiterhin überall ein Thema sein. Und die Hardcore-Skeptiker diesen Themen, die nehme ich ein bisschen wie Dinosaurier wahr. Die sind relativ langsam und am Aussterben. Ja. Ermittlungsbehörden greifen auch tatsächlich mal zu den Diensten eines Hellsehers. Du hast Präsidentschaftskandidaten in Bolivien, war es, glaube ich, beraten. Ich habe ein Empfehlungsschreiben gesehen von einer Staatsanwältin, die sagt, sie ist sehr zufrieden mit der Arbeit. Was konntest du für sie tun? Mit dieser Staatsanwältin, das war ein spannender Fall. Es ging darum, für den Internationalen Gerichtshof, es mussten verschwundene Dissidenten gefunden werden. Das heißt, während einer Diktatur vor 30 Jahren, da sind, wie wir wissen, immer wieder Menschen verschwunden. Und es mussten 2-3 Leichen wollten gefunden werden, um diese Fälle wieder aufrollen zu können. Und es war kein Anhaltspunkt vorhanden, wo die Skelette gefunden werden könnten. Und dann wurde ich von ihr beauftragt, 2 oder 3, man gab mir dann mehrere Fotos. Ich habe ihr gesagt, auf welche Fälle ich mich konzentrieren möchte. Und ich konnte dann nach tieferen Recherchen, wir sind dann auch mit ihr an 2-3 Orte gefahren. Wir wurden da teilweise auch verfolgt. Wir sind da in ehemalige Polizeikeller mit Foltereinrichtungen, um zu sehen, wie das damals war. Aber, und das war dann auch das Empfehlensschreiben, die Überreste wurden tatsächlich auch dort gefunden, wo ich sie gesehen habe medial. Und dank dem konnten die Fälle dann auch vor diesem Internationalen Gerichtshof wieder vorgetragen werden. Also Sie sehen, wir setzen hier nicht alles hin, was sich Hellseher nennt. Er ist nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen, um das mal deutlich zu sagen. Jetzt kommen wir doch mal zu den Sachen. Die letzte Prophezeiung, die große, du veröffentlichst ja auch immer wieder auf Facebook Sachen, die also Prophezeiungen, wenn sie zu dir kommen oder wenn du sie siehst und verfolgst dann, wie sie eingetreten sind. Auf welcher Facebook-Seite kann man sich das angucken? Wie heißt eigentlich die? Auf meiner Webseite, auf all meinen Seiten. Facebook habe ich natürlich meine persönliche Martin Zoller oder sonst eine andere Psychic Prophecies. Und das ist auch eine Facebook-Seite oder auch bei mir auf meiner Webseite wird das Ganze aufgelistet. Und man findet es auch teilweise immer wieder in verschiedenen internationalen Zeitungen und Zeitschriften. Mhm. Gut, die letzte Prophezeiung, die eingetreten ist, was ist das? Die allerletzte, das ist eigentlich eine zusammenhängende. Ich weiß das Datum nicht mehr genau, aber ich habe einen Tag bevor Trump die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem bekannt gab, habe ich das veröffentlicht und gesagt, das passiert jetzt und 24 Stunden später ist es passiert. Und danach habe ich eine zweite Analyse auch über die Entwicklung in Israel gemacht und was damit jetzt passieren wird. Und die findet man auch auf meiner Webseite. Und dann habe ich gesehen, 2 Sachen, das war spannend, weil die sind so auch eingetroffen. Ich habe gesagt, Ende März wird es zu Konflikten kommen und großen Unruhen. Und ich sah dann auch eine Gefahr, die vom Himmel kommen wird und die Gewalt mit sich bringen wird.
Und am 30. März war ja dann dieses Massaker an der Grenze zwischen Israel und Palästina. Und die israelische Armee hat dann eine neue Drohnentechnologie eingesetzt, die als Waffe benutzt wurde. Also habe ich das Gefühl, das ist dann diese Gefahr, die vom Himmel kam und die diese Unruhen bringen wird und diese Verletzten auch. Es ist wirklich ganz interessant. Wir hatten zum Beispiel 1,5 Jahre vor der US-Präsidentschaftswahl, hattest du eine Prophezeiung veröffentlicht, wer der nächste US-Präsident wird. Was hattest du damals gesagt? Ja, ich arbeite viel mit Analysen von Politikern, sei das durch Aufträge oder selbstständig. Und ich habe im Sommer 2014 eine Analyse über den kommenden Präsidenten gemacht und habe ich gesehen, dass das ein Mann sein wird, der aus dem Norden ist, aus einer kalten Stadt, der mit Wirtschaft arbeitet, aber auch mit Universitäten zu tun hat. Und habe das dann so veröffentlicht und das war dann für mich auch total spannend zu beobachten, wie sich das Ganze entwickelte. Worauf dann natürlich speziell ab Ende 2015, als die zwei Kandidaten feststanden, also Trump und Clinton, war für mich absolut klar, dass Clinton nie eine Chance hatte. Was ich wiederum dazu genutzt habe, ist, dass ich bin dann auf Internet-Webseiten und da gab es teilweise auch, da konnte man dann auf Trump oder Hillary Clinton setzen und wenn man auf Trump gesetzt hat, hatte man eine riesen Hebelwirkung. Habe ich dann gemacht und das hat sich dann auch so gelohnt für mich. Das war auch interessant. Und ja, das war das eine und das andere. Ich habe dann während der Kampagnenzeit auch immer wieder Vorhersagen zu den einzelnen Kandidaten veröffentlicht oder der Entwicklung der Kandidaturen. Und da habe ich dann in meiner Veröffentlichung für Clinton gesehen, das habe ich auch so veröffentlicht, dass ich im September etwas passieren sehe, dass sie gesundheitlich geschwächt wird und dass das die Kampagne beeinflussen wird. Und es war dann auch genau in diesem Monat, in dem dieses berühmte Video aufgetaucht ist, in dem sie vor diesem grauen Van gestrauchelt ist und von ihrem Secret Service taumelnd hineingetragen werden musste. Und das hat ihr dann, wurde dann natürlich auch ausgeschlachtet von der anderen Seite. Ja, ja. Was dann sicher auch eben dieser gesundheitliche Aspekt war, den ich da vorhergesagt habe. Ja, also Sie sehen, das sind Sachen, die jetzt nicht so unbedingt offensichtlich sind. Ja, so Sie werden ein langes, erfülltes Leben haben. Ja. So die Sätze, die man so hört, was man denkt. Ja, jetzt hast du dunkle Zeiten für Donald Trump vorhergesagt während seiner Präsidentschaft. Ja, nichts. Also ich habe dann natürlich, nachdem das alles so eingetroffen ist, wie ich das für ihn vorhergesehen habe, und auch während der Kampagne habe ich dann natürlich auch eine Analyse gemacht für seine Legislaturperiode. Und ich hatte dann, das war natürlich für mich ein bisschen schwierig zu Beginn, ich hatte für ihn die exakt 1:1 selben Visionen oder Bilder, die ich für Gaddafi hatte und für den König von Thailand und beide starben kurz danach. Und ich habe für mich gesehen, dass für Trump das so aussieht, dass das zum Ende der Legislaturperiode passieren wird. Dass was passieren wird? Ja, dass er, wenn er nicht aufpasst, so wie ich es sehe, dann auch gehen wird müssen. Sterben? Ja, zum Beispiel. Ja. Sterben, sterben, genau. Sterben. Da lachen Sie, oder was? Das ja, ich habe das so veröffentlicht, aber ich habe dann auch einen persönlichen Brief an ihn veröffentlicht. Ich habe einen Brief geschrieben, in dem ich, Dear Mr. President, wie Sie anhand meiner Vorhersagen, meiner Veröffentlichungen etc. lesen können, habe ich das und das und das und das und das vorhergesehen und genau so ist es eingetroffen. Und es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass ich für Sie dieselben Bilder habe wie für Gaddafi. Und leider ist ja der dann verstorben. Und wenn Sie möchten, offeriere ich mich, um Ihnen da vielleicht auch helfen zu können, dass das eben nicht passieren muss. Und Sie wissen ja, wo Sie mich finden können. Und hat sich Trump schon gemeldet? Nein, Trump selbst hat sich nichts gemeldet, aber es haben sich zwei Anwälte gemeldet aus seinem Umfeld, also nicht zum Verklagen. Die haben sich gemeldet und sonst auch hat es sehr, sehr, sehr spannende Kontakte gegeben mit Menschen. Okay.
Wenn du eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnest mit Donald Trump, achte drauf, dass du nicht deine Unterschrift, dass er nicht der Vertragspartner genau. ist. Dann kannst du sie später widerrufen. Das hat sich jetzt erst kürzlich als nützlich erwiesen genau. in einem anderen Fall. So, wir werden uns also alle hier im Saal an diese Sätze erinnern. Am Ende der ersten Amtszeit von Donald Trump, so oder so. Ob du recht hast oder nicht. Du voilà. Bleibst dabei bei dieser Vorhersage. Ich bleib dabei. Donald Trump stirbt ja, das hab vor ich so Ende gesehen. Seiner ersten Amtszeit. Ich hoffe, Sie haben recht, wenn Sie lachen. Ich finde es auch nicht. Ich find's eigentlich nicht lustig. Reden wir mal über Europas Zukunft. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Du hast mir auch schon vor Jahren gesagt, dass du deinen Wohnsitz nach Südamerika verlegt hast, weil du die Entwicklung in Europa nicht besonders rosig siehst. Was im Konkreten meinst du damit? Ich arbeite ja schon sehr lange mit meinen Vorhersagen geopolitisch für den Mittleren Osten, für Europa, für Südamerika. Ich habe auch in vielen Ländern im Mittleren Osten und in Südamerika gelebt. Und da wird man dann, wenn man mit solchen Themen arbeitet, natürlich auch mit Langzeitentwicklungen konfrontiert. Und für mich haben bereits, wie du es sagtest, vor mehreren Jahren gewisse Alarmglocken angefangen zu klingeln. Ich wohne jetzt bereits 25 Jahre in Südamerika und ursprünglich bin ich aus anderen Gründen gegangen, hatte dann aber auch ab und zu wieder den Gedanken, eben vielleicht mich wieder mehr auf Europa zu konzentrieren. Aber durch diese Bilder, die ich für Europa sah, habe ich mich dann dazu angeregt, das doch nicht zu machen, weil diese nicht sehr gut aussehen. Und ich habe ja auch, für jene von euch, die das interessiert, auch in den letzten 3, 4, 5 Jahren vieles an Vorhersagen für Europa gemacht. Und was ich auf meiner Seite absichtlich mache, damit auch die Leser beobachten können, was ist eingetroffen und was nicht, veröffentliche ich den Zeitungsartikel oder die Veröffentlichung meiner Vorhersage auf der anderen Seite. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht dann, was passiert ist und was nicht. Und das kann man zum Beispiel auch sehen, was ich vorhergesehen habe für Europa und wie sich das entwickelt hat. Und da ist auch schon bereits einiges passiert. Und wir haben uns ja jetzt auch damit auseinandergesetzt, eine Perspektive für die kommende Zeit zu machen. Genau, das ist eine eindrucksvolle Liste. Es lässt sich ja nachprüfen, wann das veröffentlicht worden ist. Auf der Webseite nicht, aber bei Facebook, auf der Facebook-Seite sieht ja, man das der Datum. Presseartikel da oder Fernsehveröffentlichungen, da sind ja die Daten auch. Genau. Facebook auch, genau. Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den Themen. Ich hatte dich gefragt, verschiedene Sachen, wie entwickelt sich die Lage in Europa ganz allgemein? Wird die Große Koalition die nächsten 4 Jahre durchhalten? Welche Knackpunkte wird es geben in dieser Regierungsdauer? Also alles bezieht sich jetzt auf die nächsten 3 bis 4 Jahre. Ich finde, das ist eine gute Sache, weil dann kann, es ist so einigermaßen überschaubar noch. Eine Sache, die mich natürlich brennend interessiert, wird es denn einen offenen Konflikt mit Russland geben innerhalb der nächsten 4 Jahre? Kommt der Brexit wirklich? Und was steckt hinter dem Fall Skripal? Sie wissen schon, das ist diese Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelagenten in Salisbury in England, für die Russland beschuldigt wird. Ich nehme an, dass das ein Fall ist, der uns noch lange beschäftigen wird, aber schauen wir mal. Ja, wie entwickelt sich jetzt mal ganz allgemein, wie entwickelt sich denn die Lage in Europa demnächst? Gut, also nach den doch relativ wilden Jahren 2016, 2017 habe ich mich natürlich darauf konzentriert, wie sieht es jetzt für 2018, 19, 20 aus, was die diese Anschlagsserie betrifft. Und da immerhin sehe ich, dass sich das um einiges abflaut, dass das um einiges schwächer wird. Also so das, was wir jetzt die letzten 3 bis 4 Monate erlebt haben, sehe ich relativ weitergezogen werden. Das heißt nicht, dass gar nichts passiert, aber nicht so wie letztes Jahr zum Beispiel. Da kann man, was das angeht, kann man auf jeden Fall entspannt sein. Was aber auf der anderen Seite für mich jetzt in den Hauptfokus getreten ist, ist die Probleme oder die Sorgen, die wir politisch hatten, werden sich jetzt in den nächsten Jahren ganz klar auf die Wirtschaft
verschieben. Und das wird natürlich auch für viele Menschen nicht einfach sein und Probleme verursachen. Und was daraus auch, was ich gesehen habe, ist, dass durch das Verlieren oder etwas Abschwächen des äußeren Feindes in Europa die inneren Unruhen oder Feindbilder umso größer werden wird. Das heißt, innere Unruhen oder Unstabilitäten sehe ich ganz klar stärker in den Vordergrund treten. Und ja, ich habe ja auch geschrieben, nachdem Europa erst durch Unruhen von außen aus dem Gleichgewicht gebracht wurde, ist der nächste Schritt das Schüren von Unruhen von innen. Und das ist das, auf was sich das bezieht. Wer schürt diese Unruhen? Gut, geht schon sehr weit, aber das sind natürlich auch gewisse Machtstrukturen, politische Parteien, die darauf Wert legen, dass diese Einheit, die in Europa im Moment entstanden ist, dass die auf keinen Fall erhalten bleibt. Jetzt nochmal zu dieser Sache. Das Thema wird vor allem die Finanzwelt sein, hast du gesagt. Also können wir jetzt damit rechnen, dass der Finanzcrash kommt? Oder den habe ich auf jeden Fall gesehen in dieser Zeit, ja. Wie drastisch wird dieser Finanzcrash ausfallen? Es gibt ja so der Schwarze Freitag oder so, ja, oder der Black Friday war was anderes. Der Absturz der Börse, der sich ja auch immer mal wieder wiederholt, wo viele Leute arbeitslos werden. Ich glaube, in den 20er Jahren war das. Wird es wieder so schlimm wie beim letzten Mal, oder? Ja, 20er Jahren weiß ich nicht. Ich mag mich an 2008 erinnern. Und ich würde sagen, dass es auf jeden Fall in diese Richtung geht, ja. Okay, also wir können uns auf einen Börsencrash einstellen. Ja. In den nächsten 4 Jahren. Wie sieht's mit der Großen Koalition aus? Ja, das fand ich spannend, weil eigentlich habe ich gedacht, dass die nicht bestehen wird, aber so wie ich das sehe, wird sich das durchziehen. Es war ja ganz interessant, du hattest in einer unserer letzten Sendung, ich glaube in der letzten Sendung gesagt, dass du nach der Bundestag, du siehst, dass sich an dem jetzigen Parteiengefüge, also Große Koalition, CDU, SPD, sich nichts verändern wird, aber du siehst in der SPD interne Streitigkeiten aufkommen. Du hast damals gesagt, juristische Streitigkeiten, das waren sie ja nun nicht. Aber was ist passiert? Ja, für mich war diese Weiterentwicklung der Großen Koalition war für mich klar, weil das war das, was ich gesehen habe. Und was dann, wir haben ja damals in diesem Interview dann auch die Entwicklung der einzelnen Parteien gesehen. Und ich konnte dann auch sehen, dass kurz nach den Wahlen, da sah ich eine Implosion bei der SPD. Und das war dann für mich klar, dass es Unruhen werden wird. Ich dachte, es seien juristische, das war, wie du sagst, dann nicht der Fall. Und das ist manchmal so ein bisschen das Schwierige bei solchen Vorhersagen. Das heißt, man sieht ein Bild und versucht dann teilweise das auch zu interpretieren oder zu verstehen, was es einem sagt. Und dann kann natürlich passieren, dass man dieses Bild, das man hat, vielleicht mit dem Begriff etwas nicht fehlinterpretiert, sondern fehlanalysiert. Mhm. Und das war da der Fall. Das heißt, diese Implosion bei der SPD durch diesen inneren Konflikt, die war vorhanden. Und das war dann auch total spannend für mich zu beobachten, als diese Jamaika-Verhandlungen waren und alles drum und dran. Für mich war das irgendwie fast Komödie, weil ich habe gesehen, dass das wieder so genau dahin zurückgehen wird, wo es war. Und dann war es eigentlich für mich nur eine Frage der Zeit, bis der Rest der Welt das auch sieht. Ja, und dann ist der Jusos-Chef angetreten und hat eine Kampagne gestartet, nicht noch mal 4 Jahre Große Koalition. Und das hat zu dieser SPD-Mitgliederbefragung geführt und zu dieser ganzen internen Diskussion. Also das fand ich schon interessant. So, also die Große Koalition bleibt die nächsten 4 Jahre uns erhalten? Ja. Bleibt bestehen. Welche Themen sind so die Knackpunkte in den nächsten 4 Jahren, was sind so die wichtigen politischen Eckpfeiler in dieser nächsten Zeit? Gut, also ich habe mich natürlich logischerweise auf das Thema Immigration konzentriert. Und das sehe ich speziell in der zweiten Jahreshälfte, in der zweiten Legislaturhälfte wieder sehr intensiv auftauchen und auch wieder zu Unruhen führen. Und was ich auch spannend fand, ist, dass, und das fand ich auch ein bisschen erschreckend, jetzt vom demokratischen Standpunkt aus gesehen, weil das Spannende, wenn man mit solchen Prophezeiungen arbeitet, mit Vorhersagen, ist ja, dass man nicht nur sieht, was passiert, sondern man analysiert dann gleichzeitig auch,
Situationen, so wie wir es nachher noch beim Russland-Fall hören werden, Skripal. Das heißt, dann kann man, hat man auch die Möglichkeit, ein bisschen zu erkennen, wieso passiert was. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man mit einem Heißluftballon über eine Landschaft fliegt und dann sieht man zum Beispiel Brücken über sich und sieht, dass Trockenheit, dass das Flussbett trocken ist. Und dann, wenn man um das Flussbett lebt, dann weiß man einfach nur, da ist ein trockenes Flussbett, aber nicht unbedingt wieso. Und wenn man jetzt mit einem Ballon über die Gegend fliegt, dann sieht man auch, dass weiter oben gewisse Staudämme sind, vielleicht im anderen Land. Und dann kann man sagen, aha, genau aus diesen Gründen, weil diese Staudämme dort gebaut wurden, haben die hier kein Wasser. Und das sind natürlich dann Zusammenhänge, die man so erkennen kann, die in meiner Ansicht oft viel spannender sind als die einzelne eigentliche Situation als solches. Und was ich hier gesehen habe, ist eben vom geografischen, demokratischen Standpunkt her gesehen, eine extreme, fast schon Manipulation, weil ich habe gesehen, dass um die Macht zu erhalten, so viel gemausert wird und so viel auch gefälscht wird, einfach um diese Macht zu erhalten, dass da von wirklicher Demokratie nicht mehr viel übrig bleibt. Werden wir das... Das wird aber erst noch passieren. Ja, klar, das ist jetzt für diese nächste Legislaturperiode. Werden wir es irgendwie mitbekommen, dass es so ist, von diesen Machtkämpfen? Das weiß ich nicht. Hm. Wie sieht's aus? Wie wird sich dieser Einbruch der Wirtschaft, den du da siehst, auswirken auf die Große Koalition? Wird es einen Schock auslösen? Wird es sich irgendwie... Ja, genau. Also nicht unbedingt auf die Große Koalition, aber was ich, weil die sehe ich erhalten bleiben. Aber was ich sehe, ist, dass das extrem in den Vordergrund auch wieder das Thema Arbeitsbeschaffung und Arbeitslosigkeit wieder extrem intensiv werden wird, obwohl es im Moment ja eher das Gegenteil aussieht, wenn man die Zeitungen liest. Aber das sehe ich wieder ein starkes Thema werden. Mhm. Machtkämpfe im Inland werden zunehmen, interne Machtkämpfe werden ein größeres Thema sein als Probleme mit Immigranten, hast du ja geschrieben. Ja, damit meine ich, dass innere Unruhe, innere gesellschaftliche Unruhen in der Bevölkerung stärker ein Problem werden als eben Gefahr von außen. Wird man sich jetzt aufregen über soziale Ungleichheit, Hartz zum IV Beispiel, und sowas? Und, zum Beispiel. Naja, ist vielleicht ja auch mal Zeit, sich über Hartz IV aufzuregen. Gut, reden wir mal über... Reden wir mal über die Situation mit Russland. Bevor wir zum eigentlichen Fall Skripal kommen, gibt es dazu irgendwas zu sagen? Wird es einen offenen Konflikt geben? Das habe ich mir natürlich Russland? Auch angeschaut und hier vielleicht kurz anhängend. Das Thema Russland habe ich schon ein paar Mal angeguckt und es gibt... Haben wir Zeit zum ein bisschen ausholen? Ja, gut. Viertelstunde haben wir noch. Es gibt ja verschiedene Seher, die auch schon in der Vergangenheit verschiedene Vorhersagen speziell auch zu Russland machten. Es gibt zum Beispiel Ilmeier, der Bayer. Und er hat einen Krieg mit Russland vorhergesehen. Jetzt, wie bereits vorhin erklärt, ist es manchmal etwas schwierig, das, was man sieht, genau richtig zu interpretieren. Und ich habe für mich dieses Thema mit Russland speziell, auch weil er das Thema Russland und offener Krieg mit Russland in unserer Zeit angesprochen hat, habe ich das für mich natürlich auch immer wieder gesucht und nie gesehen. Und ich habe dann für mich überlegt, an was das wohl liegen könne, ob er falsch liegt oder ich total falsch. Und dann beobachtend, was jetzt geopolitisch im Moment passiert mit den ganzen Wellen und Bewegungen aus dem Osten, aber eher der südliche Osten, nämlich der mittlere Osten, habe ich für mich überlegt, ob vielleicht Ilmeier, er hat diese Konflikte für unsere Zeit mit dem Osten für jetzt vorhergesehen, ob er vielleicht in seinen Visionen damals Gewalt oder Konflikte aus dem Osten kommen sah und das dann durch die damalige Situation automatisch mit Russland assoziierte, obwohl vielleicht die Gefahr eher aus dem südlicheren Osten kam und nicht tiefen Osten. Also da habe ich das Gefühl, könnte zum Beispiel eines dieser Beispiele sein, das auch aufzeigen kann, wie sich Situationen nicht verändern, aber wenn man eine Prophezeiung sagt, manchmal ebenso wie das mit dem Juristischen, die
definitive Interpretation manchmal nicht das Einfachste ist. Weil auch jetzt wieder nein, also einen offenen, wie gesagt, das ist jetzt für die nächsten auch 4 Jahre, einen offenen Krieg mit Russland sehe ich nicht, sondern eine Entschärfung mit Russland. Und was ich auch spannend sah, ich habe sehe ich im östlicheren Teil Europas Unruhen durch die Ermordung eines politischen Führers, der zu Sorgen führen wird. Aber ich habe auch gesehen, dass das nicht ein Präsident sein wird oder sondern vielleicht eher ein Minister oder Parlamentarier, aber trotzdem stark genug, dass es für größere Unruhen sorgen wird. Also ein politischer Führer aus einem eher ostöstlich gelegenen europäischen Land wird ermordet. Und das wird für Unruhe sorgen oder für Unruhen, also für sage ich mal, Gewalt auf den Straßen? Nein, es geht ja hier jetzt nur um die Geopolitik zwischen Europa und Russland. Das heißt, das bezieht sich auf das, auf diese Situation. Und dann habe ich gesehen, dass es in diesen nächsten 4 Jahren auf jeden Fall auch zu einer Auflockerung der Sanktionen kommen wird. Und gegen Russland. Gegen Russland, genau. Und was ich gesehen habe, und damit kommt, das kommt nachher auch später noch jetzt mit dem Skripal, dass die Einheit Europas noch ganz klar noch mehr geschwächt wird in den nächsten 4 Jahren und dass das vor allem auch jetzt geopolitisch Russland zuspielen wird und auch hilft, mit den Sanktionen und anderen Themen ein bisschen mehr Freiraum zu haben. Also die Sicherheit, die Stabilität der Europäischen Union, meinst ja, du? Ja, genau. Also die Stabilität der Europäischen Union wird in den nächsten 4 Jahren weiter abnehmen und ein zerrissenes Europa hinterlassen. Mhm. Okay. So, jetzt kommen wir doch mal zu dem berühmten Fall Skripal. Genau. Also ich weiß, man macht das eigentlich nicht, ja, als der Fragensteller, aber ich muss jetzt einfach erstmal voranschicken. Ich bin da höchst skeptisch, was die offizielle Meinung angeht, dass es Russland dahinter steckt. Wie siehst du das? Bin ich auch skeptisch und wir haben ja auch angesehen, wofür der Fall ist, also worum es geht. Das ist zwar nicht die erste Frage, aber vielleicht könnten wir hier gleich einsteigen, ja, weil das gerne passt dann zum Thema. Ja. Also was ich gesehen habe, oft, also das ist viel Lärm, um den es nicht wirklich geht. Also das war auch wieder bei diesem Überflug für mich erkennbar, also dass dieser Skripal eigentlich, dass es gar nicht wirklich um den geht, sondern was ich hier gesehen habe, ist, dass der Fall eigentlich nur dazu dient, um eine neue Positionierung der Länder in Europas auszuloten. Das heißt, zu sehen, welche europäischen Länder in Druck oder unter Konflikten nehmen welche Position ein. Auf wen kann man richtig zählen, auf wen kann man halb zählen und auf wen kann man nicht zählen. Und dass solche Provokationen wie das genau dazu dienen. Und das ist natürlich dann, dient dazu, da zu erkennen, welche Länder, welchen kann man vertrauen, welche sind glaubwürdige Partner auch in der Wirtschaft, mit wem kann man bessere Verträge abschließen. Und dass es auch darum geht, diesen Fall dazu zu nutzen, um gegen Russland Druck zu machen, zum einen mit den Sanktionen, aber was ich dann auch sah, und das fand ich noch spannend, ich habe dann plötzlich, wenn ich so mit solchen Bildern arbeite, und deswegen vermischt sich das manchmal auch mit Ländern, dann tauchen plötzlich auch Länder oder Situationen auf, mit denen man eigentlich gar nicht arbeitet. Das ist nicht anders, als wenn ich mit einer Einzelperson arbeite. Ich lese einen Kunde und plötzlich taucht neben der Kunde in seiner Aura auch noch die Ehefrau und die Kinder auf. Logisch, weil die leben mit ihm und die sind sein Alltag. Und als ich das jetzt mit Russland und diesem Fall analysierte, da sind dann plötzlich auch Syrien aufgetaucht und Iran. Das heißt, dass dieser Druck, der jetzt hier in Europa so extrem aufgebaut wird, auch dazu genutzt wird, um im Hintergrund, hinter verschlossenen Türen, auch indirekt so mit Russland Druck ausüben zu können, der dann auch zum Beispiel eben
für Syrien oder den, mit der Zusammenarbeit mit Iran genutzt werden kann. Kurze Dazwischengrätschen. Das macht natürlich jetzt nur Sinn, wenn man sich über die alternativen Möglichkeiten Gedanken macht, wer noch hinter diesem Anschlag stecken könnte. Also es wird ja von der Bundesregierung gesagt, es gibt keine plausible alternative Erklärung, als dass Russland dafür verantwortlich ist. Wo natürlich jetzt jeder vernunftbegabte Mensch sich fragt, ja, also was hätte jetzt Putin davon, kurz vor der Präsidentschaftswahl und vor der Fußballweltmeisterschaft an einem Agenten, den sie selber schon vor Jahren freigelassen haben und an dem sie offenbar null Interesse haben, einen Anschlag zu verüben mit einem Nervengift, wo jeder sofort sieht, das ist aus russischer Produktion, so als würde man seine Fingerabdrücke also absichtlich darauf hinterlassen und so. Welche alternative Erklärungsmöglichkeit, wer dahinter steckt, siehst du denn da? Habe ich nicht angeguckt, das war keine Frage. Ja, das war jetzt einfach deine Meinung, was du denkst, wer noch dahinter stecken könnte. Ja, da gibt es die üblichen Spekulationen, aber auf das will ich mich nicht einlassen, weil das habe ich nicht angeschaut. Okay, gut. Alternative zu Russland als Urheber bedeutet natürlich, dass es nicht Russland ist, und so erst macht es Sinn, dass du sagst, es hilft, Sanktionen gegen Russland zu verstärken, mehr Druck auf Russland zu machen, in Syrien mit Iran und so weiter, einen Keil zwischen Russland und China zu treiben, hast du geschrieben. Genau, das habe ich auch noch gesehen, dass das auch noch eine Rolle spielt. Wer könnte daran ein Interesse haben? Nein, Robert, gut, habe ich nicht analysiert. Gut, okay. Ja, weil es kann sich jeder seinen Teil dazu denken. So, der Fall Skripal, wie geht der jetzt weiter? Genau, also das war ja, was ich auch sehr interessant fand, und das ging dann auch wieder in diese Länderentwicklung, Europa, USA. Die eine Frage war ja noch Brexit, den sehe ich ganz klar kommen. Und was ich auch sehe, dass durch diesen Fall jetzt hier mit Skripal, dass da noch etwas, da habe ich noch etwas anderes dahinter gesehen, das für mich auch sehr spannend war, und zwar, dass durch die Lösung von Russland, also von England, vom Kontinenten, dass sich dafür die Verbindung mit den USA wieder ganz klar verstärkt und dass damit auch England wie eine Hintertür für Amerika wird nach Europa, die frei ist von Europa und trotzdem auf dem Kontinent. Und dass jetzt das, was hier passiert mit dieser Situation, mit Skripal, auch indirekt da eine Rolle spielt, weil durch das, was jetzt passiert wird, auch natürlich England sich extrem positioniert, neu und extremen Druck aufbaut auf den Kontinent Europa. Aber was ich hier auch als gut gesehen habe, als positiv, ist, dass obwohl in der ganzen Welt Presse jetzt so viel Lärm gemacht wird hinter verschlossenen Türen, bereits auch wieder an der Entspannung gearbeitet wird. Also dass im Vordergrund viel mehr Lärm gemacht wird, als im Hintergrund tatsächlich auch umgesetzt. Also die Allianz zwischen Großbritannien und den USA wird noch stärker werden. Auf jeden nach Fall, dem ja. Genau. Brexit. Und ich habe dann, das war auch wieder interessant, das kann man auch wieder mit dieser über die Landschaft fliegen vergleichen. Ich habe dann, wenn ich das jetzt mache oder wenn ich das vor einem Jahr gemacht habe, dann war Europa als solches war wie eine homogene Masse und Kultur. Energetisch zumindest, und jetzt mit dem, was jetzt passiert auch und in den nächsten Schritten, sehe ich, dass da wie England und USA eine Kraft wird und der Rest von Europa, dass sich dort wirklich wie eine intensive Aufteilung am Entwickeln ist. Und das ist natürlich nicht unbedingt gut für Europa. Innerhalb der nächsten 4 Jahre? Das ist jetzt schon am Passieren, ja. Mhm. Ja, wie geht's denn mit Europa weiter? Wie beeinflusst das Europa? Gut, das haben wir natürlich auch geguckt. Und es geht ganz klar darum, jetzt auch im Größeren sehe ich diese Unruhen stärker zunehmen. Ich sehe, dass der Kontinent Europa, das Festland Europa, noch mehr geschwächt ist, als in den letzten paar Jahren der Fall war. Und dass Europa als solches mehr und mehr von einem
Player, also von einem Spieler zu einem Schachbrett verkommt. Also während dem vor ein paar Jahren Europa noch aktiv auch mitwirkte, dass sich jetzt mehr und mehr hier in ein Schachbrett verwandelt, auf dem nur noch gespielt wird, ohne dass man selbst wirklich auch aktiv damit was machen kann. Also solche Sachen wie EU-Kommission verhängt Milliarden Strafzahlungen gegen Google und so weiter. Solche Sachen, genau. Das wird der Vergangenheit angehören. Druck von China, Druck von USA. Mhm. Also dass diese Uneinigkeit, die hier jetzt am Entstehen ist, dass die noch um einiges stärker wird und Europa dann als solches auch an Bedeutung verliert, wirklich was zu unternehmen, sondern dann einfach nur noch auf sich tanzen lassen muss. Also die Europäische Union zerfällt und wird mehr und mehr zum Spielball der größeren Mächte. Ja, zerfallen sehe ich sie nicht. Ich sehe sie schon erhalten bleiben als Institution, aber verändern in ihrer Art und Weise, wie sie jetzt noch existiert. Gut, jetzt wo wir das alles ausgesprochen haben, wie gehen wir damit um, jeder Einzelne von uns? Lohnt es sich wegzuziehen? Wenn ja, wohin? Kennst du... Ja, das ist natürlich immer ein Thema, wie geht man mit solchen Vorhersagen um? Für mich sind solche Vorhersagen, die kann man vergleichen mit der Wetterprognose. Also die Wetterprognose oder die erkennt die tendenziellen Richtungen, wird es sonnig oder wird es regnerisch. Vorhersagen können, oder diese Entwicklungen können auch verglichen werden mit den Jahreszeiten. Es gibt kalte Jahreszeiten, es gibt warme Jahreszeiten. Und nur weil es halt Winter, also Herbst oder Winter wird, heißt es ja nicht, dass man nichts mehr machen kann, sondern das ist dann einfach auch, es geht darum, für sich zu spüren, gut, wie gehe ich mit diesen Veränderungen um? Was bedeuten die für mich? Also was bedeutet es für mich, wenn ich weiß, dass es nächste Woche regnet? Dann ändere ich mein Programm, mache weniger Arbeit im Garten, ich bin mehr zu Hause, ich gehe weniger spazieren. Wenn ich aber weiß, aha, es wird sonnig, dann kann ich mir sagen, gut, gemütlich, ich mache so weiter wie bis anhin. Und so sehe ich das auch mit solchen Vorhersagen. Ich habe ja auch, das findet man auch veröffentlicht bei mir, auch Prognosen über die nächsten 30 bis 40 Jahre gemacht. Und obwohl dort nicht alles so einfach aussieht, war auch dort eine Existenz Europas sichtbar. Also ich vergleiche diese Zeit so ein bisschen wie mit einem Herbst im Moment. Ein Winter ist sicher auch noch zu erwarten, aber dann kommt irgendwann auch wieder der Frühling. Denn immer wieder geht die Sonne auf. Ja, wo gibt's weitere Informationen? Wo kann ich mir diese Sachen nochmal durchlesen im Internet? Das ist natürlich auf meinen Facebook-Seiten, Webseite. Und was ich vielleicht auch noch empfehlen möchte, solche Prophezeiungen oder Vorhersagen, das ist ja auch etwas, das man sehr gut für sich im Leben machen kann. Also genauso wie man geopolitisch oder sozial-wirtschaftlich Analysen machen kann, kann man das auch für Einzelpersonen. Und das ist auch etwas, das man für sich selbst mal ausprobieren und ausloten kann, vielleicht auch, um für sich zu erkennen, wie solche Visionen oder solche Prophezeiungen gemacht werden. Das kann man nämlich experimentell auch für sich mal zu Hause versuchen, und zwar nur über einen Tag. Also wir kennen hier ungefähr den Tagesablauf, der uns morgen oder übermorgen erwartet. Jetzt kann man für sich versuchen zu erkennen, wie sich energetisch der Tag der kommt, entwickelt. Und dann macht man genau das, was ich jetzt auch zweimal umschrieb, als diese Ballonfahrt, dass man nämlich für sich visualisiert, wie sieht mein morgigen Tag aus, wenn ich über ihn fliege? Wie entwickelt er sich? Welche Bilder oder welche Gefühle habe ich wo? Dann schreibt man sich das auf und dann kann man abends vergleichen, was habe ich gesehen für den kommenden Tag und wie ist was eingetreten. Und so erkennt man natürlich, wie gut funktioniert meine Intuition. Und so kann man nach und nach auch ein bisschen mehr herausschärfen, welches Gefühl, welche Vision man ernst nehmen kann und welche nicht. Absolut. Wo finde ich Informationen? Wie heißt deine Webseite? Also martinzoller.com, das ist die Webseite. Und da gibt es auch die Sektion Vorhersagen, Prophezeiungen. Da sind meine ganzen Vorhersagen der letzten 17 Jahre. Wenn man Vorhersagen macht über die Zukunft, meine Damen und Herren, dann setzt man sich natürlich enorm öffentlich unter Druck. Man wird auch angegriffen von vielen Menschen. Und ich möchte dir einfach mal danken, dass du dich diesem Druck aussetzt, dass du das machst. Und vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Danke. Danke auch. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen.